Oh, ich brate hier. Ich muss rülpsen. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin mal wieder am Start. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Und sonst geht es in diesem Video ja um den Grünstich entfernen. Und zwar hast du dich sicherlich gefragt, scheiße, ich habe einen Grünstich. Genau richtig, dass du dann halt um Hilfe suchst, also dass du dir dieses Video angeklickt hast, weil man ja immer so unüberlegt dann die Haare abschneidet oder so. Und das ist ja das Traurigste. Also nicht traurig, aber das wäre sehr echt schade für die Haare. Deswegen, ja, erstmal Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Was ich, um es kurz und bündig zu sagen, also du musst deine Haare jetzt rot färben. Also rot ist ja die Komplementärfarbe von grün, also beziehungsweise grün ist die Komplementärfarbe von rot. Und es lässt sich nur neutralisieren mit Rot. Jetzt gehst du wahrscheinlich in eine Drogerie sofort und dann holst du dir irgendeine rote Farbe. Also das ist die falsche Vorangehensweise. Dafür musst du beachten, ob das auch die korrekte Haarfarbe ist, weil sonst kann es wieder ein Griff ins Klo sein und du hast die Haare auf einmal pumuckelrot oder keine Ahnung, oder die sind grün geblieben. Und das ist ja alles so ein bisschen kontraproduktiv. Also das wäre natürlich der Super-GAU. Also das ist not how I want it to be. Also ich bin keine ausgebildete Friseurin, aber ich habe meine Haare schon immer viel gefärbt, habe von grün bis rote Haare alles gehabt und habe die entfernen können und möchte meine Haare, meine Erfahrung mit euch teilen. Also, was ihr jetzt beachten müsst, ist die Farbtiefe. Also, wie hell möchtet ihr die Haare haben? Also, wenn ihr zum Beispiel blond seid, dann müsst ihr in eine blonde, rote Richtung gehen, sag ich mal. Und wenn ihr schwarz seid, dann müsst ihr in eine dunkelrote Richtung gehen, sag ich mal. Und wie findet ihr das heraus? Also allein auf die Packung zu gucken reicht nicht. Wenn ihr seht, so braun, so ja, ist auch gut und so. Aber woher wisst ihr dann, dass es einen Rotstich hat? Also das möchte ich euch jetzt in diesem Video erklären. Und ja, wie das so funktioniert. Also als erstes, wenn ihr in die Drogerie geht, merkt ihr immer, dass eine Nummer auf der Verpackung steht, wie zum Beispiel 7.58. Die erste Nummer auf der Verpackung ist immer die Farbtiefe, also die Helligkeit der Haare, also wie hell und wie dunkel die Haare sein soll. Also 1 steht für schwarz und dann kommt 2 für dunkelbraun und dann kommt 3 für braun und 4 dann für hellbraun und so weiter, bis es dann zu 10 blond wird. Und so habt ihr schon mal das Know-how dazu. Als zweite Nummer ist ganz wichtig, das ist jetzt eure Nummer, auf die es ankommt. Also bei L'Oreal Produkten ist es so, dass die Nummer 1 Asch ist, also davon Finger weg, also darin wollt ihr gar nicht erst recht hin. Also Asch ist genau das, was ihr gerade habt, also nämlich grün. Also Asch ist so Perlmutt, grün und so, macht die Haare so eher kühl und ihr wollt ja einen warmen Farbton haben. Deswegen müsst ihr bei der Nummer darauf achten, dass es eine Nummer 6 ist. Kurzer Disclaimer, oder wie man das nennt, nennt man das so? Also kurzer Vorwand, also das heißt nicht, dass die Nummer 6 jetzt auf alle Produkte geht, das ist jetzt zu jedem Produkten unterschiedlich. Nummer 6 gilt nur bei L'Oreal Produkten, bei Vela Produkten ist das wieder eine andere Sache. Also da würde ich euch nochmal in einem anderen Video davon erzählen. Ja, aber auf jeden Fall müsst ihr darauf achten, dass es einen Rotton hat. Also ein Farbreflex der Numero 6. Okay, das war ganz viele Sprachen in einem Satz. Ja, also dass einfach die Nummer 6 drauf ist. Also wenn ihr jetzt beispielsweise blond seid, dunkelblond, dann nehmt ihr zum Beispiel die Farbe 6 und dann als Farbreflex
dann halt auch mal die Nummer 6, also 6, 6. Ja, jetzt wisst ihr einfach, was die Nummern bedeuten. Ich zeige euch das nochmal anhand eines Beispiels. Also wir haben hier die L'Oreal Haarfarbe Chocolate Cookie und in der Nummer 515. Also 515 bedeutet, dass die 5 für die Farbtiefe steht, also für die Helligkeit. Und wir sind hier, ihr seht ja so in einem Braunton, also stimmt es, also die 5. Also die 5, also wir haben ja gesagt, 1 ist schwarz und ab 10 ist blond, also mit, also ja, vielleicht ist es ein bisschen dunkel für 5, aber ich glaube, diese Haarfarbe wird heller auf jeden Fall. Und jetzt, die zweite Nummer ist die Nummer 1. Und was haben wir gerade gelernt? Die Nummer 1 ist ein Aschreflex. Also Finger weg von diesem Produkt hier. Der sieht auf den ersten Blick sehr rötlich aus, also so ein dunkelbraun, also so ein rot-dunkelbraun, aber ist es nicht. Es ist ein Aschreflex. So Leute, da könnt ihr schon mal einen Griff ins Klo, also das wäre zum Beispiel ein Griff ins Klo. Ja, also so wisst ihr Bescheid. Also das Nummer 6 ist wie gesagt nur bei L'Oreal Produkten. Bei Wella Produkten ist das eine andere Haarfarbe. Also da müsste ich euch das nochmal, also das, diese Liste mit den ganzen Nummern, die verlinke ich euch in die Infobox. Oh, ich brauche hier. Ich muss rülpsen. Also bei den meisten Haaren, die grünlich geworden sind, ist das Problem, dass die Haare kaputt sind. Und wenn ihr wieder mit einer erneuten Färbung in die Haare reingeht, dann... Also wie Dad möchte man seine Haare machen. Und deswegen empfehle ich euch eine Tönung oder eine Farbkur. Eine Farbkur zum Beispiel, also eine... Wo fangen wir an? Sagen wir mal, also eine Farbkur ist zum Beispiel eine Kur, wie gesagt, nur dass sie euch Farbe abgibt. Das ist natürlich optimal. Ihr schädigt eure Haare nicht, also ihr repariert sie sogar und baut sie auf. Und gleichzeitig könnt ihr eure Haare neutralisieren, also das Grün neutralisieren. Also da empfehle ich euch die Produkte von Maria Nila. Das sind Farbkuren. Also die haben auch eine Bandbreite von Farben, also von rot-braun bis nur rot oder ja oder nur braun. Also an eurer Stelle würde ich dann das erste und zweite nehmen. Also verlinke ich auf jeden Fall in der Infobox. Dann, mein Zimmer ist ein bisschen unordentlich, kann das sein? Ich sehe gerade meine Jacken. Auf jeden Fall müsst ihr, wenn ihr bei einer Tönung die Farbe holt, also wenn ihr eine Tönung holen wollt, dann hat das den Vorteil, dass es über mehrere Haarwäschen hält, also aber das halt auch Chemikalie ist, ne? Also das macht eure Haare wieder kaputt. Aber andererseits, also ihr müsst es einfach so ein bisschen, also einfach selber euch entscheiden, wie ihr das haben wollt. Allerdings empfehle ich euch bei einer Tönung, dass ihr eine Teststrähne macht. Denn manchmal wird es zum Teil rot, also komplett rot, oder das Grün verschwindet gar nicht. Das wäre ja genau das, das, was wir nicht haben wollen. Deswegen würde ich euch empfehlen, eine Teststrähne zu machen, um zu gucken, ob die Farbe überhaupt wirkt, ob die Töne überhaupt wirkt. Und dann könnt ihr auf die Nummer sicher gehen und dann aufs ganze Haar reingehen. Ja, okay. Das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, dass, also ich konnte, es hat euch gefallen und gleichzeitig hat es euch geholfen. Ja, das waren meine Tipps dazu. Also denkt immer dran, die Nummern ist wichtig und dass es ein Rotpigment ist. Und die Farbliste mit den ganzen, also Pigmenten, Farbpigmenten, ob es Rot oder Asch ist, verlinke ich euch in der Infobox. Ansonsten war es mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wie gesagt, ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!